So, kurz den Teleportstein verkaufen. Denn wir hatten den aus irgendwelchen Gründen ja zweimal. Keine Ahnung, warum man uns den zweimal gibt. Wo ist er denn? Da. Rezept 9, Gewitter. Ich glaube, das haben wir schon, oder? Gewitter. Ja, haben wir schon. Haben wir den auch gelernt? Nicht, dass wir den zwar haben, aber nicht gelernt haben. Gewitter, ja. Okay, wenn das 9 war, Leute, dann möchte ich mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, die sind irgendwie nicht nach der Nummerierung sortiert. Egal. Wir haben Gewitter, passt. Ja, was machen wir dann als nächstes? Leute, ich glaube, wir sind schon wieder so weit. Ich glaube, wir sind soweit. Das wird es wieder ein bisschen foltern. Und zwar den Elras. Vielleicht hat er ja noch ein Geheimnis. Da ist er. Wollen wir ihn ein wenig gefügig machen? Ja, wir brauchen Informationen. Mal sehen, ob er spricht. Jetzt rede, du Wurm! So eine Scheiße! Den brauchen wir wohl nicht länger zu foltern. Er ist ja noch mal gefallen. Tja. Heilen? Nein, es reicht im Moment. Okay, einfach rausgehen. Der darf sich jetzt erholen. Für ihn hat die Folter ein Ende. Für dich beginnt sie aber. Welche Informationen hast du für uns? Jetzt rede, du Wurm! Was tut ihr mir an? Wir sind noch nicht fertig mit dir, Bursche. Also erzähl uns was, sonst gibt es noch mehr Folter. Nein, bitte, ich rede ja schon. Die Rüstungen unseres Clans haben eine Schwachstelle. Der Rüstungsschutz ist im Bereich des Halses schlechter als im Rest der Rüstung. Das ist gut zu wissen. Damit sollten unsere Einheiten besser gegen euch kämpfen können. Was habe ich getan? Er ist in der Macht gefallen. Tja. Noch besser gegen die Clankrieger kämpfen. Die Folter geht weiter.
Verrate mir was Schönes. Verdammt, das war aber nichts. Er ist ohnmächtig geworden. War wohl zu viel. Nehmen wir die andere Kombination. Jetzt rede, der Wurm! Ihr verdammten Monster! Sarah wird euch alle vernichten! Tut mir leid, dich zu enttäuschen! Sarah interessiert sich nur für sich! Niemand wird kommen! Du lügst! Was weiß eine Verräterin schon? Erzähl uns lieber etwas Vernünftiges, oder willst du noch eine Extraportion Folter? Nein, hör zu! Die Eras bedrohen sie, diese Welt! Sie haben eine Schwäche! Wenn ihr gegen sie kämpft, dann versucht sie zu verwirren, indem ihr mit euren Schwertern hin und her schwingt. Das scheint sie ein wenig abzulenken. Gut zu wissen. Damit sollten unsere Einheiten leichter gegen die Eras kämpfen können. Los, erzähl uns noch was Nützliches, du Wurm. Ihr werdet alle in der Hölle schmoren. Er ist in Ohnmacht gefallen. Tja. Super, damit sind unsere Einheiten insgesamt, egal ob Clan oder Eras, besser. Na komm. Erzähl uns was Schönes. Jetzt rede, du Wurm. Lasst mich gehen. Ich weiß doch nichts. Blödsinn, du bist einer von ihnen. Wo versteckt sich dieser Sir Aaron? Ihr werdet Sir Aaron niemals finden. Er hat bereits Pharao Ustra vernichtet. Und euch wird er auch vernichten. Er soll Wustra vernichtet haben? Blödsinn. Wir haben Wustra vernichtet. Damals in seiner Pyramide. Sauron ist ein Held. Er wird kommen und mich retten. Träum weiter. Du Wicht, diese Informationen sind nicht nützlich für uns. Wenn du es so weitermachst, reiße ich dir sofort den Schädel ab. So. Er ist um auch gefallen. Tja, das waren wirklich keinerlei Informationen. Beweisen wir ihm mal, dass der Aaron ihn nicht retten kommt. Verdammt, das war wohl nichts. Er ist ohnmächtig geworden. Dann drehen wir die Reihenfolge wieder um.
Jetzt rede, du Wurm. Lasst mich. Dann gib uns noch mal Informationen, du Wurm. Bitte. Ich habe einen magischen Helm gefunden. Ein Helm? Red weiter. Ich habe ihn gefunden. Er hat magische Kräfte. Wo ist dieser Helm? Ich habe ihn versteckt. Auf Burg Jola. Im ersten Stock im Mittelturm. Unter dem Esstisch. In der südöstlichen Ecke des Raums. So ist's brav. Du darfst dich jetzt ausruhen. Endlich. Er ist ja nur mal gefallen. Burg Jola, gehört die uns schon? Nein, die gehört den Elras. Das heißt, wir werden den so oder so noch finden. Die Folter geht weiter. Jetzt rede, der Wurm. Nein, ich... Den brauchen wir wohl nicht länger zu foltern. Er ist doch noch mal gefallen. Dann darf er sich jetzt ausruhen. Zeit für den Heiler. Wollen wir ihn ein wenig gefügig machen? Ja, wir brauchen Informationen. Jetzt rede, du Wurm! Oh, verflucht! Was wollt ihr von mir? Lady Nyria, warum tut ihr das? Wir tun alle, was wir tun müssen! Und nun verrate uns etwas Verwendbares! Ich weiß nichts! Wenn du nicht ewige Qualen leiden willst, bist du lieber etwas kooperativer! Bitte, keine Folter mehr! Also, wir hören! Oh, eine Formel! Ich kann euch helfen! Was für eine Formel? Sie erhöht eure Intelligenz! Funktioniert nur einmal! Davon habe ich schon gehört! Tritt ein Krieger in den Clan ein, werden die Heiler zuerst diese Formel auf ihn an! Dann erkläre sie uns mal! Ja! Hinweis, Intelligenz der gesamten Gruppe um 10 gestiegen. Super! Oh. Er ist nur noch gefallen. Nein, nein, nein. Sollen wir ihn mit einer Heilfiole heilen? Ja, die Folter geht weiter. Was hast du noch für uns? Ich will Geheimnisse. Verrate sie mir alle.
Verdammt, das war wohl nichts. Er ist ohnmächtig geworden. Dann drehen wir die Reihenfolge wieder um. Jetzt rede, du Wurm! Oh, bitte lasst mich gehen! Ich bin ein alter Mann! Blöffe hier nicht! Du bist stark genug, um Flüche zu wirken! Also rede! Bitte, so lasst mich doch gehen! Letzte Warnung! Schon gut, ich kann euch erklären, vier Dinge entschlüsselt. Das klingt doch vernünftig. Dann fang mal an. Hinweis, ihr könnt bereits alles lesen, ihr widerlichen Klugscheißer. Okay, alte Sprachen hat er uns jetzt anscheinend beigebracht. Na toll. Gut gemacht. Nun macht die Augen zu. Er ist in Ohnmacht gefallen. Nee, das war keine nützliche Information. Also sag uns was Neues. Etwas Nützliches. Jetzt rede, der Wurm! Nein! Bitte! So hab doch Mitleid! Ich bin ein alter Mann! Und wir sind gefangen in einer fremden Welt! Erzähl uns etwas Brauchbares, oder es wird bitter! Wisst ihr, wo der Tempel der Heiler ist? Nordwestlich von Burg Horan, versteckt im Gebirge! Der Tempel der Heiler? Den hatte ich schon ganz vergessen. Alex und ich waren mal dort. Kein angenehmer Weg. Gibt es da denn etwas Lohnenswertes? Es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich mal dort umzusehen. Das könnte aber auch eine Falle des Clans sein. Die Heiler sind hinterlistig und verschlagen. Mag sein, was schlägst du vor? Ich will mich erstmal alleine dort umsehen. Am besten mit deiner Unterstützung. Immerhin kennst du dich dort aus. Was soll das, Walner? Denkst du etwa, Askar, Alex und ich wären nicht stark genug? Und vielleicht macht sich der kleine Walner Sorgen um uns, Elaine. Sei nicht albern. Aber wenn diese elenden Heiler uns dort einen Hinterhalt stellen, könnt ihr uns zu Hilfe kommen, sobald ich euch telepathisch benachrichtige. Sonst werden wir wieder alle magisch vergiftet, wie auf Schloss Ardos. Ja, das wäre unangenehm. Guck mal, mitgedacht, Walner. Also ich habe kein Problem damit, dich zum Heilertempel zu begleiten. Sobald wir uns dort umgesehen haben, holen wir die anderen dazu. Und wir können uns ja auch Verstärkung durch ein oder zwei eurer Krieger besorgen. Ich warte vor dem Schloss auf dich, sobald ich nicht mehr in der Gruppe gebraucht werde. Komm dann zu mir, wenn du bereit bist. In Ordnung, dann machen wir es so. Er ist in Ohnmacht gefallen. Dann darf er sich jetzt ausruhen. So, und Leute, ich glaube auch, ich werde mich ausruhen. Nach 4 Stunden aufnehmen, habe ich mir, glaube ich, eine Pause verdient. Wir werden den Heilertempel also das nächste Mal besuchen. So.
speichern. Und dann bis morgen, Leute. Ciao.